Montini ist der erste Hersteller weltweit, der das System der Federung beim Stapler eingeführt hat. In der Tat ist dank des Systems CSM, Comfort Security Montini, der Stapler nun stoßgedämpft und nicht mehr starr. Die patentierten Federungen Montini an den Staplern verringern die Vibrationen, die auf den Körper des Bedieners übertragen werden, und vermindern die Anstrengung sowie die Berufskrankheiten wie Beschwerden am Skelett und an der Wirbelsäule. Angesichts des Inhalts der Richtlinie 2002/44/EG Mindestvorschriften zur Sicherheit und für die Gesundheit bezogen auf die Arbeiter, welche den Risiken von mechanischen Vibrationen ausgesetzt sind, ist Montini der erste Hersteller auf der Welt, der eine erfolgreiche Lösung anbietet. Montini hat die hydropneumatischen Federungen mit Stickstoff patentiert und bietet seine Stapler mit dem System CSM, Comfort Security Montini, an, das heißt mit der Federung auf den Hinterlenkrädern und auf der hinteren Lenkachse. Bei den dreirädrigen Staplern ist das Herz der Technologie CSM die Hinterdrehplatte. Und hier ein Gesamtüberblick der Hauptbestandteile des Systems CSM. Die Hinterdrehplatte, die elektronische Steuerung, das hydraulische Steuergehäuse und der Inklinometer. Um die vielen Vorteile des Systems CSM zu verdeutlichen, untersuchen wir den Betrieb der Federung in den vier wichtigsten Positionen. Position 1. Es ist die starre Position, in der die Federung nicht eingestaltet ist, No Comfort, in der der Stapler eine Standardposition hat und der Punkt A 90 mm vom Boden entfernt ist. Diese Position ist aktiv, wenn der Stapler mit einer Geschwindigkeit zwischen 0 und 3,3 Stundenkilometer fährt, zum Beispiel bei der Stapelarbeit. Position 2. Wenn der Stapler eine Geschwindigkeit erreicht, die von 3,4 bis 12 Stundenkilometer geht, erhält man automatisch die Position Comfort, in der der Punkt A des Staplers 80 mm vom Boden entfernt ist. In diesem Fall hat die Federung die stoßdämpfende Comfort-Funktion. Sie reduziert die auf den Bediener übertragenen Stöße und Vibrationen, reduziert die Anstrengung und die Berufskrankheiten. Verbessertes Arbeiten dank eines bisher unbekannten Komforts. Position 3. Mit einer Geschwindigkeit von 12,1 bis 16 Stundenkilometer erhöht die Position, außer komfortabler zu sein, auch die Sicherheit, da die Stellung des Staplers auf 55 mm vom Boden gesenkt wird. Die Federung übernimmt zwei Funktionen: stoßdämpfend, Komfort und stabilisierend. Nämlich wenn die Geschwindigkeit mehr als 12 Stundenkilometer beträgt, steuert der Mikroprozessor das Absinken der Federung und verbessert die seitliche Stabilität des Staplers. Position 4. Es ist die Not- und Wartungsposition. Der Stapler hat eine gesenkte Stellung von 40 mm vom Boden. Die Notposition schaltet sich in dem Moment ein, in dem das System beschädigt ist und nicht funktioniert. Manuell ist es möglich, die Federung auf Position 4 zu stellen, um die Wartungsarbeit leicht und mühelos durchführen zu können. Schauen wir nun im Einzelnen den Einsatz des Inklinometers an und wie dieser eine Garantie für mehr Sicherheit bei der Arbeit ist. Der Inklinometer ist ein Instrument, welches den seitlichen Neigungsstand des Staplers kontrolliert und steuert. Wenn der Stapler fährt und auf der Position Comfort ist, die Position 2, und er aufgrund falscher Steuerungen oder weil er sich quer auf einer geneigten Fläche befindet, die 10 Grad übersteigt, zeigt der Inklinometer der Logikeinheit das Absenken der Federung in die Position 3 an, das heißt auf 55 mm vom Boden. So verringert sich die Möglichkeit des seitlichen Kippens des Staplers. Das System CSM Comfort Security Montini, angewandt bei den dreirädrigen Staplern, reduziert um 20% die auf den Bediener übertragenen Vibrationen, reduziert die Anstrengung und die Berufskrankheiten, erhöht die Stabilität und die Sicherheit. Deshalb verbessert sich das Arbeiten mit Montini. Auch die vierrädrigen Stapler sind mit der patentierten Federung von Montini auf der hinteren Lenkachse ausgestattet. Die Grundbauteile des Systems sind das hydraulische Steuergehäuse, die Lenkachse und die elektronische Steuerung.
Die hydropneumatische Federung mit Stickstoff bietet auch in diesem Fall dem Staplerfahrer einen bislang unbekannten Komfort und eine Senkung der Berufskrankheiten, die durch die Nutzung des veralteten starren Systems häufiger auftreten. Wenn der Stapler zwischen 0 und 4 Stundenkilometer fährt, ist die Staplerposition starr. Wenn der Stapler zwischen 4 und 16 Stundenkilometer fährt, ist er in der Position Komfort und in diesem Fall hat die Federung die stoßdämpfende Position mit allen damit verbundenen Vorteilen. Reduzierung der Vibrationen und Stöße am Bediener um 20%, Reduzierung der Anstrengung, Reduzierung der Berufskrankheiten. Außerdem ist die Last stabiler auf den Gabeln und darüber hinaus reduziert der perfekte Komfort dieses innovativen Systems CSM spürbar die Vibrationen, die Spannungen und die Schocks, die häufig Schäden an den mechanischen und elektrischen Bauteilen des Staplers verursachen. Deshalb ist die Montini-Technologie ohne Probleme immer